Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf Hof Hirschfeld. Ja, und es geht um ein cooles, neues, platzierbares Objekt. Da ergeben sich wieder mannigfaltige Möglichkeiten. Das nach einem kurzen Intro. So, fangen wir doch direkt mal an. Wir schauen mal, wo wir den Mod finden. Und zwar finden wir den hier unter platzierbare Objekte, Dekorationen. Jetzt kommen wir ein Stückchen weiter. Kommen ein paar. Da haben wir schon eine Brücke. Das finde ich mal eine gute Idee. Wir können hier eine Brücke platzieren. Na, und da, wo die Maus ist, da braucht ihr irgendwie den höchsten Punkt zur Platzierung. Das heißt, wenn ich hier jetzt an so einem Berg bin und hier eine Brücke platzieren wollen würde, warum auch immer ich hier direkt in den Wald eine Brücke platziere, vom Logistikzentrum aus, aber das wäre denkbar. Das könnte man machen. Klar, ich könnte auch hier runtergehen und okay, ich würde hier den, was weiß ich, das hier alles umbauen, ne, würde das Feld umbauen, könnte dann von hier oben noch eine Brücke rüberführen. Das könnte tatsächlich, ja, würde vielleicht manchmal Sinn machen. Was natürlich Sinn machen würde, wäre an manchen Stellen hier die Schlucht nochmal zu überqueren. Ne? Wenn das Gelände mir gehören würde, könnte ich hier eine Brücke rüberziehen an bestimmten Stellen, die da irgendwie sinnvoll sind. Ich denke, man kann die auch doppelt hintereinander platzieren, wenn einem die das Gelände gehört. Muss man ein bisschen anpassen. Ne? Damit ihr auch das... also ich möchte jetzt nicht einfach irgendwo die Brücke hinsetzen. Ich habe sie auch vorher schon mal hingesetzt. Damit, weil ich ein paar, da muss man einfach ein paar Landschaftsanpassungen machen. Und die gucke ich mir jetzt mal mit euch zusammen an. Und zwar habe ich hier überlegt, irgendwie, möchte dann nicht immer über den Bahnübergang fahren, sondern ich ziehe die Brücke einfach mal hier über die Bahngleise. Ich habe das auch schon ausprobiert, der Zug passt genau darunter. Das musste man natürlich erstmal gucken. Und ihr seht, was ich meinte mit Landscaping. Man muss erstmal ein bisschen anpassen, irgendwie einen Weg machen. Das ist hier noch nicht ganz optimal, das könnte man noch ein bisschen besser machen. Aber hier habt ihr wirklich eine schöne Brücke. Die Texturen eigentlich gefallen mir auch ganz gut mit diesem verrosteten Stahl. Das ist echt, ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir hier einen direkten Zugang zum Feld geschaffen. Können da hier hochfahren. Ich zeige euch auch, dass das funktioniert. Da hängt nichts, da bleibt nichts stehen, da gibt es keinen Fehler. So, wie gesagt, es hat natürlich so ein bisschen, muss man überlegen, mit welchen Fahrzeugen man hier hochfährt, aber hier mit so einem Trecker und einer relativ großen Sämaschine kommt man trotzdem sehr gut rüber. Ne? Also das passt schon und man könnte auch hier mit einem Mähdrescher durchfahren, also von der, klar, nicht mit Schneidwerk, aber hinten dran das Schneidwerk, das passt dann wieder schon. Ja, und wie ihr seht, hier könnte ich noch ein bisschen das erhöhen, aber es passt trotzdem. Kann man die Brücke wunderbar nutzen. Das ist astrein. Ist ein bisschen Arbeit mit dem Platzieren und dann das Landscaping anpassen, dass so eure Höhen stimmen. Aber ansonsten macht das richtig Spaß. Ja, lieber Modder, Nostalgic Farmer hat uns das gemacht. Das Ding heißt Trestle Bridge. Trestle Bridge. Vielen Dank dafür. Finde ich richtig cool. Link wie immer in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, die Mod-Vorstellung, dann lasst mir doch ein Däumchen da, ein Abo, verpasst da nichts mehr. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Gute, bye bye und ade.